So, was hast du gemacht? Was hast du gezaubert, du? Marmelade? Chialade. Sorry, Chialade. For the real, was ist das? Instagram? Sagst du das mal? Die Mehrrealität auf Instagram. Ja. Soll ich alle probieren? Durch? Ja, boah, wieso nicht? Alter. Wow, gut. Die knallt direkt. Hallo ihr Lieben, heute habe ich mir überlegt, es gibt 4 Rezepte mit Blätterteig, also wirklich schnelle Rezepte. Die könnt ihr dann entweder zu Silvester machen oder auch zu anderen Partys und Veranstaltungen, also das ganze Jahr über. Ich habe mir gedacht, ich mache 2 süße und 2 herzhafte Rezepte. Ich starte direkt mit einem süßen Rezept. Es gibt nämlich Muscheln und dafür brauchen wir natürlich Blätterteig, wie jetzt in jedem dieser 4 Rezepte. Ich nehme tiefgekühlten Blätterteig, der kommt dann in so Rechtecken. Ihr könnt aber auch diesen eingerollten aus dem Kühlregal nehmen. Ich muss sagen, das sind so Sachen, die habe ich immer zu Hause, einfach im Tiefkühlregal. Und da machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir bestreichen unsere Platten immer mit etwas Butter und überlappen sie dann. Ich muss sagen, dass mir diese Idee relativ spontan eingefallen ist, dieses Video zu machen. Deshalb überlege ich gerade, ob ich diese Schnecken so groß lassen soll. Oder ich mache es mal auf die Gefahr hin, dass es vielleicht zu klein wird, aber wir probieren es mal aus. Werde ich sie jetzt hier nochmal halbieren. Und dann habe ich mir hier Butter zerlassen. Nehme ich mir hier noch meinen Pinsel und dann einfach immer wieder bepinseln und überlappen. Ich habe den Blätterteig jetzt noch mal so ein bisschen flacher gerollt, einmal auch so hochkant und jetzt aber auch so seitlich noch mal ein bisschen in die Breite rollen. Und jetzt wird das Ganze aufgerollt, so richtig schön eng. Und dann schneide ich mir Scheiben runter. Die müssen jetzt auch nicht so dick sein. Im Blätterteig geht der im Ofen auch noch mal richtig auf. Und so erhalten wir dann quasi gleich unsere Muschelform. Das werdet ihr gleich nach dem Backen dann auch noch mal genauer sehen. So, und vorne dieses unschöne Stück, das schneide ich jetzt so ganz grob weg. Zack, und dann, ich würde sagen, das ist so ein halber Zentimeter. Einfach die Scheiben runterschneiden und dann kann man das gleich, das zeige ich euch hier direkt mal, dann kann man das gleich mal mit den Fingern so ein bisschen flach andrücken. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was da für eine Füllung reinkommt. Also das ist halt eine Marmelade von mir, die wird mit Chiasamen eingedickt und die hat nur noch Dattelsüße. Ihr könnt aber alles nehmen, was ihr möchtet. Ne? Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben, es gibt es nicht bald im Shop. Und dann nehme ich mir einfach so ein bisschen was, auch nicht zu viel, dass das nicht ausläuft, gebe das in die Mitte und verschließe das dann. So, eigentlich wollte ich ja mein Ei jetzt trennen, aber manchmal passiert es halt, dass immer das komplette Ei da reinrutscht. Und daher könnt ihr euch einfach so eine leere Plastikflasche nehmen, kurz andrücken und dann wieder loslassen. Und dann flutscht das Eigelb quasi hier rein. Dann könnt ihr das hier wieder entleeren. Und so habt ihr ein sauber getrenntes Ei. Ich gebe hier noch ein bisschen Milch mit dazu. Das braucht ihr übrigens jetzt das ganze Video über, ne? Also wenn das dann quasi aufgebraucht ist, könnt ihr euch noch ein Eigelb schlagen und mit Milch verdünnen. Das Ganze schön verquirlen. Das sorgt jetzt nicht für Geschmack oder so, sondern einfach nur für die schöne goldbraune Farbe. Dann nehmt ihr euch jetzt einfach den Pinsel von vorhin. Den wasche ich jetzt auch nicht aus, ist ja nur Butter dran. Und dann einfach bepinseln bei 190 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Wichtig, dass der vorgeheizt ist, bis sie wirklich goldbraun sind. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon direkt weiter mit dem nächsten Rezept. So, das nächste süße Rezept, das sind einfach Schokoblätterteigkringel. Die gehen so schnell und einfach. Ich nehme hier meine Schokocreme. Ihr könnt einfach eure Lieblingscreme nehmen. Eure Lieblingscreme ist natürlich Kiki's Cream, ne? Ist ja klar.
So, dann verstreiche ich einfach hier die leckere Schoko. Haben Sie, man hört deine Latschen beim Laufen. Ne, da und? Und da kommt dann gleich, hey! Isst du das noch? Ja, ich teile aber auch gerne mit dir. So nett bin ich. Kennst du die Leute, die sagen, isst du das noch? Auf dem Pausenhof immer diese Schüler, die nie was zu essen dabei hatten. Haben mal gefragt, isst du das noch? Also einfach drüber legen und dann schneiden wie so dünne Streifen. Beim Tiefkühlblätterteig müsst ihr einfach nur darauf achten, dass der so ein bisschen angetaut ist. Und jetzt einfach nur noch zwirbeln und quasi zu Kringel formen. Ab aufs Backblech und dann nochmal mit der Eiermischung bestreichen. Ich bin jetzt fertig mit meinen Schokokringeln. Ich habe auch übrigens zwei nochmal so ganz dünn geformt. Dafür einfach nochmal durchschneiden. Eigentlich ist das echt persönliche Präferenz. Ich muss sagen, mir gefallen die so dick ein bisschen besser. Und ich könnte sie jetzt aber auch nicht gleichzeitig backen, beziehungsweise ich müsste die dann auf jeden Fall vorher rausholen, weil je weniger Blätterteig, umso schneller werden sie natürlich goldbraun. Bei der Backzeit, ich schreibe die genauen Backzeiten euch immer hin. Ich vermute, es sind auch 20 Minuten wie bei den Muscheln, aber wie gesagt, ich schreibe es euch lieber hin, dann geht ihr da auf Nummer sicher. Ich werde es jetzt goldbraun backen und dann gehen wir auch schon direkt über zum herzhaften Rezept. Das nächste Rezept, das erste herzhaft in diesem Video, habe ich hier ganz normalen Frischkäse und den werden wir jetzt aufpimpen. Ich nehme Knoblauch, da kommt gleich noch Paste mal dazu, das ist quasi türkischer Rinderschinken. So, und da könnt ihr aber auch variieren, je nachdem, was ihr mögt. Dann gebe ich da nur noch Salz, Pfeffer und italienische Kräuter mit rein. Und wir brauchen aber noch was zur Bindung. Da könnt ihr entweder Speisestärke nehmen oder ihr nehmt ein Ei. Ich mache das mit dem Ei, das stockt dann nämlich noch schön im Ofen. Und dann wird das einfach nur noch verrührt. So, die Frischkäsemasse ist jetzt fertig. Wir nehmen uns jetzt ein Muffinblech. Am besten nochmal vorher einsprühen. Ich nehme hier einfach mein Olivenölspray. Ihr könnt aber auch einfach das Öl nehmen, was ihr gerade da habt. So, damit wir es auch später nämlich gut rausbekommen. Und jetzt nehmen wir uns unseren Blätterteig und schneiden ihn in Quadrate. Der ist jetzt von einer anderen Firma, der ist ein bisschen dicker. Ihr könnt auch dicken Blätterteig ruhig immer noch so ein bisschen flach rollen, aber ich finde das eigentlich ganz okay, gerade bei so herzhaften Sachen darf es auch ruhig ein bisschen dicker sein. Dann einfach hier reindrücken und dann befülle ich das einfach mit der Frischkäsemasse und klappe das nochmal so ein bisschen nach innen und dann ist es auch schon fertig. Ich gebe da aber auch nochmal von der Eiermilchmischung oben drauf, damit halt wie gesagt auch die Optik stimmt, aber in dem Fall könntet ihr das quasi sogar weglassen. Ihr könnt übrigens auch nur mit Milch oder mit Butter bestreichen, falls ihr gerade irgendwie Eiermangel habt oder so. Kann ja sein. So, und jetzt einfach rein und dann verschließen. So, die Muffins kommen jetzt auch bei 190 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Der ist ja schon vorgeheizt die ganze Zeit. Und da auch so lange, bis sie goldbraun werden. Ich gehe davon aus, dass sie ein paar Minuten länger brauchen. Und wir machen weiter mit dem vierten und letzten Rezept. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingskäse, nämlich Halloumi. Das ist dieser Quietschkäse. Oh, das schmeckt so lecker, Leute. Ich habe jetzt hier einfach nochmal Blätterteig, den ich in Rechtecke schneide. Also eher so ein bisschen länglicher. Und dann kommt als Basis einfach nur Paprikamark auf den Blätterteig. Ich habe vorab aber den Halloumi schon in so Streifen geschnitten und ohne Fett in der Pfanne angebraten. Wirklich nur so pro Seite eine Minute. Und dann bekommt es auch nochmal schön Farbe. Und jetzt, wie gesagt, einfach Paprikamark hier auf den Blätterteig streichen. Dann Halloumi dazugeben und dann einfach nur noch die Seiten zusammenklappen. Thank you.
Also ich werde jetzt hier nur noch mal die Eiermilchmischung drüber geben und dann finde ich, passt Sesam ganz gut dazu oder auch Schwarzkümmel und dann kommt das auch in den Backofen. Ich glaube, ich bleibe heute aber nur bei Sesam. Und dann kommt das in den Backofen auch wieder, bis es goldbraun ist und dann haben wir es, Leute. 4 Leckereien mit Blätterteig und dann bin ich ja mal gespannt, was der Hamza für Augen macht gleich. So, was hast du gemacht? Was hast du gezaubert, du? Ich habe 4 verschiedene Dinge aus Blätterteig gezaubert. Zweimal okay. Süß, zweimal herzhaft. Marmelade, Schokolade. Chialade. Keine Ahnung, Käse. Und passt du keine mal? Ahnung, was das ist. Und Halloumi. Halloumi, okay, ein bisschen lange im Ofen gewesen. Mir ist auch aufgefallen, der sieht schon sehr dunkel aus. Ja, okay, komm. Aber ist ja nicht schlimm. Schmeckt. For the real, was ist das? Instagram? Sag das mal. Realstagram. Nein, das ist was anderes. Viel mehr Realität auf Instagram. Ja, aber wir sind ja gar nicht auf Instagram gerade. Haben sie, probieren wir uns soll ich alle probieren? Durch? Ja, boah, wieso nicht? Alter, Haus. Wir haben noch kein Mittagessen gehabt. Okay, das ist aber abgekühlt jetzt, ne? Ja, ich probiere mich durch die süßen Sachen. Einmal den Kringel mit der Schokocreme. Aber ganz ehrlich, ich finde das richtig geil, weil ich finde auch Halloumi passt richtig gut mit Blätterteig. Voll lecker. Also, wie so ein Croissant. Also ich finde, ich esse jetzt mal das Herzhaften erstmal. Ne? Das sieht heftig aus. Von der Optik her heftig. Ja, man was sieht da drin, halt die Füllung. Ja genau, also dieser Rinderschinken, dann ist da noch Frischkäse drin, Gewürze. Mm. Ihr wisst das ja, ich muss mit dem Hamza erzählen. Wow, gut. Der knallt direkt. Die sind auch recht groß, ne? Das ist ein großer Happen, muss ich sagen. Was für ein Käse ist das? Käse? Philadelphia? Frischkäse. Ja. Doch, heftig. Einfach Frischkäse. Ich beiß mich mal hier durch die süßen Sachen. Obwohl es bis abgekühlt ist, schmeckt es heftig. Ja, also man kann, finde ich, alles auch abgekühlt essen. Es ist so wie mit Hefeteig. Es schmeckt natürlich warm am besten, ist klar. Aber es sind auch so Sachen, ich das Hammer. Die schmecken auch abgekühlt ist, lecker. Also das ist mein Favorit bis jetzt. Jetzt gehen wir zum Süßen über. Also das finde ich auch super lecker. Das ist unsere Chialade. Das muss doch gut schmecken. Ich finde das richtig lecker. Vor allem, also dadurch, dass man das so aufgerollt hat und mit Butter nochmal eingestrichen hat, man merkt da total den Unterschied zu den Kringeln. Das schmeckt voll gut. Ich würde euch auch gerne mal den Anschnitt zeigen. Guck mal, das ist ganz anders geschichtet. Das sieht auch lecker aus. Sieht man das? Das ist ganz klassisch Schokolade, ne? Also das geht einfach immer. Das ist ja die Schokocreme. Ja. Ich muss sagen, die ist ja allgemein auch nicht sehr süß. Also wenn ihr es jetzt noch süßer mögt, ihr könnt noch Zimtzucker drüber streuen, würde ich auch ganz cool finden. Also sollte nun eine Inspiration für euch sein. Das ist also alles sehr einfach gehalten. Wirklich? Hammerlecker. Aber ich muss das sagen, das war heftig. Ja, das gönne ich mir dann das jetzt war heftig. Auch. Ich würde mal sagen, um das Video nicht so sehr in die Länge zu strecken. Ach so, oh mein Gott, das ist das letzte Video dieses Jahr. Das ist das letzte Rezeptvideo für dieses Jahr. Hammer. Da tut mir mal stolz Gefallen. Auf dich, dass du ja dieses Jahr echt viele Videos produziert hast. Ich bin auch stolz auf dich, Hammer. Ja, ne? Also ich würde mal sagen, tut uns doch einen Gefallen. Ja. Und schreibt doch mal in die Kommentare, welches Video euch in diesem Jahr am besten gefallen hat. Das würde mich echt wirklich sehr interessieren. Das sehe ich auch gerade. Ja. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, weil viele schauen auch die Videos ohne den Abonnieren-Button geklickt zu haben, dann holt das jetzt nach und aktiviert die Glocke für alle Benachrichtigungen, weil nur so bekommt ihr halt immer mit, wenn wir mal was hochladen. Also macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund und rutscht gut ins neue Jahr und dann sehen wir gut uns euch. Beim nächsten Mal. Ja? Ein letztes Mal dieses Jahr. Oh.